Also es ging hier so ein bisschen, wie soll ich sagen, durch Social Media. Also nur so ein ganz kleines bisschen, jetzt nicht viral oder sowas, sondern kurz. Und es hat auch jemand, ein Israeli, ein ganz kurzes, ich glaube 15 Sekunden Video dazu gemacht oder so. Es steht nämlich, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, jedenfalls vor ein paar Tagen, vielleicht steht er auch heute noch da. Es steht, stand ein junger deutscher Typ vor der Knesset oder nahe der Knesset hier in Jerusalem mit einem Schild in der Hand. Darauf steht, dass er in die israelische Armee eingezogen werden will. Und dann kamen einige Passanten vorbei und haben ihn gefragt, ja, wieso will er denn eingezogen werden? Normalerweise ist das so, dass du automatisch eingezogen wirst oder du gehst halt zum Misrata Gius, das heißt zur Armee, ne? Da gibt es so mehrere Anlaufstellen, wo man eingezogen wird und so, wo man sich melden soll. Und da haben die Passanten den halt gefragt, wieso gehst du da nicht hin? Und das, was auf dem Schild steht, ist übrigens in hebräischer Sprache. Das hat ihm jemand auf Hebräisch dahin geschrieben. Und dann stellte sich heraus, dass das ein deutscher Tourist ist. Und er hat gesagt, er ist kein Jude, er ist kein Israeli, er ist ein Tourist. Und seitdem er das vom 7. Oktober 2023 gehört hat, will er Israel helfen und irgendwie unbedingt in die israelische Armee. Und weil das ja eigentlich nicht geht, steht er da vor der Knesset und vielleicht kommt ja irgendein Politiker vorbei oder so und will ihm helfen. Ich denke mal, dass seine Chancen sehr, sehr gering sind. Denn es ist so, in diesem ganzen Krieg, da werden jetzt nicht dringend Soldaten gesucht. Die Armee selber hat genügend Soldaten. Und gehen wir jetzt mal von Gaza aus und Rafiah jetzt und alles Mögliche. Da werden insbesondere Spezialeinheiten eingesetzt. Das heißt, also richtig Elitesoldaten oder halt Spezialeinheiten sehr, sehr häufig mit Soldaten, die da schon länger bei der Armee sind oder auch mit Reservisten, mit vielen Reservisten, die sich da auskennen. Und um in diese Spezialeinheiten zu kommen, muss man natürlich bestimmte Bedingungen erfüllen, nicht nur jetzt körperlicher Natur, dass du da besonders fit sein musst oder so und geistig auch, sondern du musst in bestimmten Einheiten, in diversen Einheiten solltest du Jude sein, da kommt man zum Beispiel als Nicht-Jude gar nicht hin. Man muss einen bestimmten Background haben, vielleicht auch schulischer Natur oder natürlich, wenn du da Eltern hast oder Großeltern, die da irgendwie schon, was weiß ich, bei der Armee waren, fällt es vielleicht ein bisschen leichter, könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Aber es ist halt alles nicht so leicht und die israelische Armee ist jetzt nicht unbedingt darauf versessen, jeden da zu rekrutieren oder so, wie vielleicht Putin das macht oder so, weiß ich nicht. Also es ist, man hat auch schon sehr, sehr viele Soldaten, die mit in Gaza im Einsatz waren, wieder nach Hause geschickt, weil man sie nicht braucht. Also man braucht jetzt nicht so viele dafür. Und da sind auch einige schon wieder weggeschickt worden oder auf längerem Urlaub kenne ich jemanden, der sich da auf längerem Urlaub befindet und jederzeit wieder eingesetzt werden kann, alles Mögliche. Aber man sucht jetzt nicht, wisst ihr, da irgendwie verzweifelt nach Leuten oder so, die da kämpfen, überhaupt nicht. Dann ist das natürlich auch so, derjenige Deutsche ist Ausländer und die Kommentare auf Social Media waren irgendwie gemischt. Manche Leute haben ihm alles Gute gewünscht und wussten, dass er eigentlich gar keine Chance hat. Andere haben wieder gesagt, ja, er kann sich ja jeder hinstellen und wer weiß, wer das ist und vielleicht spioniert er dann hier noch oder so, ne?
weiß man nicht. Und wenn du normalerweise in die Armee gehst, da kannst du natürlich auch als Neuwanderer, Neuwanderer gehen häufig, wenn sie in dem Alter sind, auch direkt in die Armee. Aber da weiß man, wer diese Leute sind. Ne? Du musst ja Papiere vorlegen und Dokumente, alles Mögliche. Wenn du hier einwanderst und du kommst da nicht so aus dem Nirgendwo und stellst dich mit einem Plakat auf die Straße oder sowas. Da weiß man dann nicht, wie gesagt, wer die Leute sind und was da dahinter steht oder so. Ich hoffe nur, dass das nicht wieder so ein komischer Philosemit ist. Was derjenige natürlich machen könnte, ist, er könnte für die israelische Armee volontieren. Also es gibt so Volontärsprogramme, wobei dann alle möglichen Leute aus dem Ausland kommen, da kann eigentlich jeder mitmachen, jeden Alters sogar, und für die israelische Armee also volontieren. Das bedeutet jetzt nichts Besonderes, ne? Das bedeutet vielleicht irgendwelche Sachen zusammenpacken oder irgendwas zusammenstöpseln, halt sowas in der Art. Ne? Du läufst da jetzt nicht mit einer, du kriegst da keine Uniform und läufst da mit dem Gewehr rum und ballerst da los oder sowas überhaupt nicht. Da sitzt man dann und packt irgendwelche, weiß nicht, Esspäckchen zusammen oder halt irgend sowas in der Art. Ne? Und es ist auch so, dass wenn man an diesem Volontärsprogramm teilnimmt, dann sind Juden und Nichtjuden getrennt. Weil das hat man aus der Erfahrung heraus gemacht, dass diverse christliche Volontäre dann versucht haben, bei der Armeebasis oder unterhalb der jüdischen Volontäre, die da auch noch sind, zu missionieren. Und deswegen, ich weiß das nicht, ob heute noch so ist, bis vor ein paar Jahren war das noch so, ich denke mal, dass es immer noch so ist, sind auch innerhalb dieser Volontärsgruppen Juden und Nichtjuden getrennt. Aber nichtsdestotrotz könnte er dahin gehen und volontieren. Ansonsten sehe ich da eigentlich keine Möglichkeit, denn ich weiß nicht, ich glaube, er ist da sehr naiv in der Vorstellung, er kommt da jetzt hin, ne, und kriegt da eine Uniform und wird da kurz vorbereitet und dann ist er im Gazastreifen und ballert da irgendwas rum. Oder so, so funktioniert das hier nicht. So funktioniert das überhaupt nicht. Man sieht den Typen immer nur so ein bisschen weiter weg oder verschwommen. Aber ich denke mal schon, dass er vielleicht in dem Alter ist. Aber wenn du hier kein Staatsbürger bist oder so, die israelische Armee ist keine Söldnerarmee wie diese Fremdenlegion oder sowas. Das ist hier keine Söldnerarmee. Und ich stelle mir das auch alles andere als leicht vor, gerade jetzt. Es gibt ja immer so Monatsabstände oder so, wo dann wieder Leute zur Armee eingezogen werden sind, 18-, 19-Jährige, die dann eingezogen werden. Es findet immer alle paar Monate statt. Und ich stelle mir das da gerade nicht leicht vor. Vor allem nicht, wenn man weiblich ist. Aber er ist halt männlich, der da steht. Aber ansonsten, ja, kann man sagen, ist vielleicht irgendwie ein guter Wille, sag ich mal. Aber sehr, sehr naiv. Mit naiven Vorstellungen. Ich meine, ich fahre jetzt auch nicht irgendwo hin und sage, ich will in die US-Armee eingezogen werden oder so, da lache ich kaputt. Aber ich weiß nicht, gerade vielleicht noch in Deutschland, obwohl das ja auch schon alles umgeschwungen ist, so eine Antisemitismus und die ganzen Unis und so, ne, die ganzen Proteste und alles Mögliche. Es gibt immer noch Deutsche und die Erfahrung habe ich in Deutschland auch gemacht, dass es da diese Leute gibt, die richtig philosemitisch drauf sind, die dir unbedingt immer helfen wollen und ich finde das Ganze immer ziemlich creepy, ich finde das immer sehr unangenehm, wenn da Leute sind, die eigentlich immer um dich rum sein wollen, nur weil du Jude bist oder weil du aus Israel kommst oder beides halt.
Ich finde das, ich find solche Leute immer sehr, sehr schleimig oder so, wie sagt man da? Aber ich weiß jetzt nicht, was der für einen Hintergrund hat und kann ja alles super sein, ne? Will da jetzt helfen und so, aber wie gesagt, die israelische Armee ist nicht auf ihn angewiesen. Und hier wird man, wenn man in die Armee geht, es gehen ja hier auch diverse Araber in die Armee, zum Beispiel Drusen. Alle möglichen Leute, aber die sind dann hier normalerweise Staatsbürger. Und du musst ja auch diverse Tests machen, durchlaufen und alles Mögliche. Ja gut, wenn die Neueinwanderer hierher kommen und die gehen zur Armee, werden gleich eingezogen, teilweise schon vom Flughafen, dann sprechen die ja auch nicht die Landessprache hier. Dann sprechen die ja auch normalerweise nicht Hebräisch oder nicht richtig oder nicht besonders gut oder was auch immer. Natürlich kriegt man da Sprachkurse. Und wenn du da innerhalb dieser Gesellschaft bist, dann lernst du die Sprache normalerweise recht schnell, weil es sind ja alle nur solche Leute um dich herum. Das ist jetzt nicht das große Problem. Aber dass sich hier Touristen an die Straße stellen und so, ja. Also die Reaktionen bis jetzt sind ja, alles Gute und so, ne? Ja, schöne Absicht, ne? Danke und so, dass du helfen willst. Aber wie gesagt, man braucht hier innerhalb Israels auch nicht jeden für diesen Krieg. Und wie gesagt, es wurden auch schon Leute nach Hause geschickt wieder. Und es kommt halt sehr, sehr viel auf diverse Spezialeinheiten an oder so. Und wie gesagt, in ganz spezifische Spezialeinheiten lässt man zum Beispiel nur Juden. Ich weiß nicht, falls derjenige das sieht oder so, er kann sich ja bewerben bei dem Volontärsprogramm. Natürlich kämpft man da nicht oder so, sonst irgendwo auf dem Stühlchen und schraubt da was weiß ich zusammen. Und hat dann natürlich keine Einblicke in die Armee. Also man hat da eigentlich gar nichts jetzt mit zu tun oder sowas. Man macht halt was, gibt halt ein gutes Gefühl und da kommen auch ältere Leute aus dem Ausland und sogar manchmal jedes Jahr und so und die volontieren da. Also jeder Volontärsort ist ein bisschen anders. Oft ist es befristet, wie lange man das da, vielleicht einen Monat oder so oder 6 Wochen. Aber ja, das könnte er zum Beispiel machen. Aber ja, du gehst jetzt normalerweise nicht als Tourist irgendwo hin und ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich kenne ja denjenigen überhaupt nicht. Aber sobald die Leute dann hören, ne, er ist Tourist, zuerst haben sie gedacht, er ist ein Israeli und die haben den auch immer auf Hebräisch angesprochen und so. Dann wollten die wissen, ja, was ist denn dein Problem und so, wieso gehst du denn nicht? Und dann hat er gesagt, ja, er kann kein Hebräisch und er versteht nichts und er ist halt deutscher Tourist und will dahin. Und dann haben die gleich so, ne, ja, okay, alles Gute und sind dann so weitergegangen. Ja, das wollte ich euch nur mal erzählen. Ich hoffe nur, dass sich jetzt die deutschen Medien oder so nicht da drauf stürzen und diesen Typen, wenn er noch da steht, ne, da angehen oder so. Ich meine, es kann ja jeder machen, was er will, ist ja sein Recht, der kann ja da stehen mit seinem Schildchen und versuchen und so. Ja, wollte ich euch nochmal mitteilen, dass es auch sowas gibt, ne? Ist man ganz erstaunt, was es nicht alles so gibt. Ja, vielleicht hat euch das so ein bisschen interessiert. Und ich hoffe, dass jetzt nicht noch mehr kommen von euch, ne, die da auch noch alle hinstellen. Aber wie gesagt, man braucht hier nicht Mann und Maus. Also nicht so, dass du von der Straße weg gleich, hier kommen die Armee, wir brauchen dich oder so, überhaupt nicht. Ja, das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Könnt ihr mal drüber nachdenken und mal schreiben, was eure Meinung so dazu ist. Näheres von ihm weiß man nicht, ne? Also ist halt so ein Typ und Alter würde vielleicht passen, Anfang 20 oder so, wenn er Mitte 20 ist, ist schon wieder scheiße. Aber fürs Volontärsprogramm kann man auch noch mit 70 machen. Ne? Da kannst du dich da auch mit 70 melden. Das ist egal. Da gibt es keine Altersbeschränkung. Aber ja.
schauen wir mal. Wenn ich wieder was höre oder so, ne, dann update ich das hier, dann sage ich euch Bescheid. Ja, bis zum nächsten Mal dann.